Die Siegerin unseres Wettbewerbs. Ja, genau. Ich wusste, dass ich siegen würde. Mich nimmt noch Wunder, wie wichtig Pausen sind, weil Sie machen da so einen Marathon und anderthalb Stunden, finde ich unglaublich, für beide Seiten. Aber wie wichtig sind Pausen, weil ich habe da wirklich gelernt, mehr als eine halbe Stunde, da driften alle ab und sind gar nicht mehr so richtig dabei. Ja, normalerweise. Außer bei Ihnen. Also zunächst einmal, wenn ein Organismus alleine für sich vor sich hin arbeitet, macht er ja nicht andauernd 30 Minuten eine Pause. Das heißt, je spannender ich das finde, desto weniger Bedürfnis habe ich, rausgerissen zu werden. Wir hatten schon mal eine ähnliche Frage heute mit Pausehof. Darf ich weiterdenken oder muss ich rausgehen? Je langweiliger es ist, desto wichtiger werden die Pausen. Aber wie alt sind die Schüler, die Sie unterrichten? Jugendliche und Erwachsene. Okay, weil die Jungen ja viel mehr Bewegungsdrang haben. Die müssen regelmäßig Chancen kriegen. Das kann man allerdings auch im Unterricht machen. Also ich habe zum Beispiel in den ersten Seminaren, die ich gemacht habe für Verkäufer, auch in Amerika, das waren Leute, die draußen rumlaufen den ganzen Tag. Die sind das nicht gewohnt zu sitzen, die wollen auch gar nicht. Jetzt müssen sie da hingeschickt werden. Habe ich gesagt, sie können sich jederzeit hinter ihren Stuhl stellen. Wir hatten also so offene U's, manchmal mit der zweiten Reihe hinten. Sie können sich jederzeit hinter ihren Stuhl stellen, das ist überhaupt kein Problem. Dann standen die und haben gewippt die ganze Zeit, nicht? Völlig okay, wenn Sie das ertragen als Lehrer. Dann können die sich etwas ausreagieren, weil die brauchen das mehr. Wenn zum Beispiel eine Freistunde ist, und es kommt jemand rein und irgendein Lehrer ist krank, kein Ersatz. Der Mensch, der das erklärt, hat noch nicht ausgesprochen. Die Jungen sind zack, alle draußen, die Mädchen bleiben alle sitzen. Nicht? Also die Bewegung berücksichtigen. Und wenn das Thema spannend ist, wenn die jetzt eine Gruppenarbeit machen, dann vergessen die auch völlig über die Pausen. Das heißt, es ist ein Zeichen langweiligen Unterrichts, wenn wir ständige Pausen brauchen. Sorry. Wird aber so gelehrt, nicht in der Lehrerfortbildung, heißt es, die Kinder brauchen das. Ja gut, ich löse es meistens mit Humor. Also ich mache immer witzige Dinge, die dann nach der Pause dastehen und dann kommen die extra zur Zeit wieder zurück, ja. Weil da, die wissen, da steht wieder was, dass sie darüber lachen können und so, genau. Das ist mein Trick. Ja.